Hey Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 1. Ja, letztes Mal haben wir sogar ein paar Level geschafft und einen Endgegner, sehr cool. Die aber ein bisschen doof sind, die Endgegner. Und seht mal, da dahin ist sind noch andere Welten. Oh Gott, ich hab da keine Lust drauf. Egal, wir machen jetzt mal Hogwild. Oh ja, wir reiten jetzt mal auf einem Wildschwein. Seht ihr es? So ein Level gibt's später auch noch. Zuhauf. Ja, die sind halt sehr rasant, ne? Und ich finde es nicht schlecht, dass sie sehr rasant sind. Aber es ist halt auch schwierig dadurch. Vor allem, wenn es dann top-down wird. Dann wird es richtig pervers, weil man die auswendig lernen muss eben. Wie ihr euch sicher denken könnt. Ich meine, woher will man anfangs wissen, was kommt, wenn es top-down ist und wenn man es nicht sieht? Ich meine, ist klar. Wird jeder nachvollziehen können. Ah, das war fies. Nein, ich bin schon drüber gesprungen. Das gibt's nicht. Ja, Leute, ich habe schon mal eine Aufnahme hiermit gemacht, aber habe ich vergessen, weil ich die Bonuslevel nicht geschafft habe, konnte ich nicht speichern. Und da wir jetzt so wenig Leben haben, weil ich in dem einen Level so viele verbraucht habe, ich Idiot, kommt man dann wieder bei Boulders raus und da habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Und deswegen mache ich Save States. Nur am Ende vom Level. Aber von jedem Level. Für den Fall, dass wir Game Over gehen und es nicht schaffen. Und, ja, Leute, weil, ne, geht nicht anders. Ich habe keine Lust, hier euch dann stundenlang alles nachzuspielen, entweder ohne euch oder dann am Ende noch mit euch, was ja noch schlimmer wäre. Gehört zwar eigentlich... Nein, die Trolle ist links, gut. Gehört zwar eigentlich zum Spiel, seht ihr, direkt geschafft, super. Gehört zwar eigentlich zum Spiel, aber... Nee, Leute, ganz ehrlich, nee. Finde ich scheiße. Deswegen, machen wir jetzt auch einen schönen Save. Denn das Native Fortress ist eine Sau. Das ist eine Sau, ich hatte kurz vor Ende, bin ich verrückt. Und hatte ich kein Leben mehr. So, mal gucken. Auch wohl war noch gar nicht kurz vor Ende irgendwo in der Mitte, weil wir hatten noch gar nicht alle Bonus-Level-Dinger. Lalala. Und ja. Na, wisst ihr Bescheid. Ich mache jetzt jedes Mal ein Safe. Ja, das war dumm. Das habe ich letztes Mal auch gemacht, den Fehler. Ich habe mal Angst vor diesen, vor solchen Gegnern, Menno. Ich will sie mal loswerden, möglichst schnell, weil die mir wehtun. Wenn sie mir wehtun, mag ich sie nicht. So. Es gibt später auch Gegner, die einem nichts tun, auf die man sogar angewiesen ist. Schildkröten, auf denen man schwimmen muss oder sowas. Sehr cool. Na gut, es sind keine wirklichen Gegner, ist mir schon klar. Es sind mehr NPCs, einfache. Aber ja, gehört halt auch dazu. So, Bonus-Level-Time. Und du auch. Das ist blöd, dass er dann immer noch weiter rutscht, wenn er so wedelt. Also wenn er sich so dreht. Nein! Raging Bandicoot. Komm her. On. Auf da hoch. Diesmal kriege ich euch alle. Ah, komm her. Ja, ist mir egal, bleibt die Äpfel halt ohne mich. Hier bin ich verreckt, seht ihr? Und dann war Game Over. Diese blöden Flamme. Die Animation habt ihr jetzt leider nicht gesehen, aber ich bin sicher, die werdet ihr noch oft genug sehen bei mir. Diese Animation. Diese Todesanimation, die behalten sie später auch bei, oder sieht es vorher, glaube ich, schöner aus. Also ist schon krass, was sich auf dieser... Oh Gott. Was sich auch... Oh, cool, da kann man jumpen. Was ich... Ah! Blöde Troller, ey. Ich könnte so kotzen mit dir. Oh, ich habe das Leben verballert. Ich bin so doof. Ja. Seht ihr? Das ist richtig Arsch hier. Mach die Flamme. Ist gut zu wissen, dass man da bouncen kann. Was man auf dieser PS1 alles wirklich einfach machen kann. So, geh weg, du Troller. Ja, wie komme ich denn da jetzt durch? Oh, das ist aber knapp, ey. Das ist richtig, richtig knapp bemessen, der Kram. Wow, ja moin! Ja moin! Was seid ihr denn für Arsch? Viecher, Kramsen, Bamsen, Krabamsen. Oh Gott, ich fang schon an wie Luna, ey. Das Spiel macht mich fertig. Leute, ich drehe hier noch durch. Okay, hätte ich schaffen können. Ja, seht ihr, das Feuer verschwindet auch so abrupt und sowas. Also das haben sie später echt alles schöner gemacht, muss man sagen. Was auf dieser Engine einfach alles möglich war noch. Das ist einfach sehr, sehr cool. Sehr gut, danke. Mich nicht gefressen, das finde ich super. Und jetzt aber... Oh, und hier war der Checkpoint. Seht ihr das? Das gibt's einfach gar nicht, sowas. Brauche ich dich nicht, brauche ich nicht.
Boah, hier muss man echt jeden Schritt dreimal bedenken. Ja, so wie das hier, weil sonst ist man direkt tot. Geh weg, du Troller, ey. Unglaublich. Uah, oh Gott, das hier sind echt Dinger. Oh oh. Ja, das war der Fehler. Nein! Ah, da hat es mich noch erwischt. Ich wusste es. Seht ihr? Schöne Animation, oder? Nur noch Augen und Schuhe übrig. Geil. Einfach geil. So, jetzt komm runter, du Stück. Aber diese Penetrationsdinger, ey. Das ist schon bei... Das haben sie sich ja bei Mario abgeguckt. Da lassen wir uns... Der K... Ich weiß nicht, ob es schon draußen... Ne, es wird noch nicht draußen sein, oder? Ne, ich glaube nicht. Aber da lassen der Chaos-Kater und ich... wir machen das ja als... als Together-Projekt. Oder ich lasse mich da auch ein bisschen über die Penetrationsschlösser aus. Oh, okay, das war knapp. Ich glaube nämlich nicht, dass man es anders schaffen kann hier. Geh weg, blödes Vieh. Stinkst. Scheiß Affe. Yay, Bonus! Bonus! Ich hoffe, ich schaffe die jetzt. Oh, jetzt müssen wir endlich mal wieder ein Bonuslevel schaffen. Ich brauche einen Speicherpunkt, Leute. Sagt er und fiel direkt in den Abgrund. Oh, geil, ein Leben. Ja, das ist das Schöne an Bonusrunden. Man kriegt echt, wenn man gut ist, Leben ohne Kavemsen hier. Yay! 18% complete und Save Point. Krieg ich jetzt auch einen Speicher? Das ist echt assi, dass man hier im ersten Spiel so ultra mit den Save Points gegeistert. Da seht ihr graue Kristalle und zwei goldene Schlüssel. 8 von 32. Verdammt, 32 Level, ey. Ach, Select the Save Option. Okay, man könnte mit Passwort saven, man könnte einen neuen Slot oder Karte machen oder Update Saved Game. Wir machen Update Saved Game, Leute. So. Ja, das will ich haben. Das ist mir sicherer. Passwort finde ich doof. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wie kann in dem Passwort alles drin gespeichert sein? Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Vielleicht macht er denselben Speicher wie sonst, nur kommt man da mit Passwort da dran oder so. Finde ich strange. Aber das war ja bei diesen alten Spielen so. Bei ganz alten Spielen konnte man nur über Passwörter speichern, so wie bei Mega Man oder sowas. Oh, scheiße. Und das ist auch interessant. Finde ich. Über Passwörter. Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat oder was das bringen sollte. Oh, weißt du wirklich? Das ist auch ein bisschen nervig. Wenn man dann hier einmal falsch springt, dann hat man direkt hier verkackt. Darf nochmal von vorne machen. Na, immerhin nicht tot. Aber gut, das ist ja nur, wer gierig ist, nicht wahr? Ja, wer hier die schönen Äpfelchen haben will. Oh, das muss ich aber haben hier. Dafür mache ich es auch nochmal. Guck mal hier, wie er keinen Fallschaden kriegt. Das ist so geil. Ja, Leute, müssen wir durch. Ich brauche den Hit Resistance. Den einen wenigstens. Ich finde die Maske so cool und im zweiten und dritten Teil, glaube ich, fängt die an, mit uns zu sprechen. Also zumindest im dritten Teil, da weiß ich das, da spricht die Maske auch mit uns. Der Witch Doctor oder was das da ist. Sau cool. Ach scheiße, das war wieder dumm. Na egal, hätte eh nichts gebracht, weil da muss man mehrfach dran springen und ich kann... Ach nee, auf der Schildkröte kann ich vielleicht auch mehrfach bouncen. Das war fucking knapp. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, moin! Was ist das denn für eine Arsch? Kacke. Alter, sind hier Timings angesagt, ey. Alter Verwalter. Vielleicht kann man hier auf der Schildkröte ja mehrfach bouncen. Ja, kann man wirklich. Ah, das wusste ich schon gar nicht mehr. Seht ihr, das geht aber auch später, meine ich. Da gibt's auch so Viecher, wo das geht. Ist das hier alles Arsch? Ja. Blöde Tussi, ey. Ja, komm. Jetzt kriegen wir wenigstens noch ein paar Äpfelchen. Jetzt versuche ich mal die Pflanze damit mit der Schildkröte abzuballern. Komm. Und zack. Ah, toll. Ja, komm. Mach. Deine blöde Flamme. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Diese Troller ist doch so Arsch. Habe ich einen Speicherstand gemacht? Wisst ihr was, Leute? Ich mach mal einen Safe. Ich mach hier einen Safe. Tut mir leid, aber muss. Muss, Leute, muss.
Das ist doch Arsch, ey. So, Leute. Ich bin hier einfach zu schlecht drin im Spiel. Ne, ich kenne die Level ja auch nicht. Und sowas hier habe ich schon immer gehasst. Weißt du, beim ersten Mal geht es, wenn man nicht drüber nachdenkt. Aber sobald man drüber anfängt, drüber nachzudenken, ist vorbei. Ja, komm. Dazu brauche ich gar nichts sagen, oder? Die Tussi, ey, die geht mir so auf den Senkel. Oh, Mann, 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 ey. So, hau ab. Dollkuh. Ja, das Timing war natürlich extrem gut. Ja, Leute, machen wir ein bisschen mit Safe State, weil... Nee. Ich habe zwar gesagt, ich will nur einen Speicher haben, das stimmt auch. Ja, jetzt kommt der andere. So. Da hab ich beim ersten Mal sogar das Timing right. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, geh weg. Oh. Junge. Was? Ja, im Laufen springt man halt einen Millimeter weiter. Das ist so penetrant. Komm schon, ich brauche ein Leben. Danny braucht ein Leben. Really? Scheiße. Wenn man einen Gegner mit einem anderen Gegner abballert, bekommt man auch noch einen Apfel. Das wäre jetzt Ultra gewesen. Richtig, richtig Ultra. Komm. Seine Penetrationskacke und du stirbst. So. Knapp. Und das war tot. Apfel. Ja, hier holen wir jetzt aber welche, dann kriegen wir noch ein Leben. Das war auch knapp, weil das die Pflanze erledigen könnte. Okay, und los. Und weg mit dir, Troller. Oh, das war knapp. Wunderbar. So, es läuft doch jetzt gut. Langsam kriege ich das Timings raus. Das war Arsch. Das war richtig, richtig Arsch. Allein das Safe State macht schon Sinn, einfach nur, weil es die blöden Todessequenzen hier immer abspielt. Ach, das ist so nervig. Und ich, Idiot, habe jetzt... Ja, dumm Kacke gemacht. Ich will doch hier noch ein Leben farmen. Okay, jetzt halten wir uns die ganze Folge dem Level auf. Das kann auch was geben, sage ich euch. Aber ich finde dieses Spiel einfach so genial. Wobei ich echt jetzt schon sagen kann, die anderen... waren besser. 2 und 3, den Unterschied merkt man sofort, finde ich. Den Unterschied merkt man einfach. Okay, jetzt bin ich dem echt mit dem Schuh in den Stachel getreten oder so, dann nicht mal. Und er ist dran gestorben. Ja, das ist auch so. Ne? Bei den alten Spielen. One-Hit-Kill. One-Hit-Kill. Ja, Leute, ich save mich hier jetzt durch, ist mir egal. Ich will das Level nur schaffen. Ich will ja nur mal das Retro... Boah, das war verdammt knapp. Das Retro-Feeling so ein bisschen aufleben lassen. Mit euch hier ein bisschen Spaß haben und mich nicht frusten. Dabei. Ja, jetzt kann ich. Jetzt ist awesome. Und... da, ja, da war ich zu langsam. Ach komm, die blöde Todesanimation geht mir auf den Sack. Leben farmen bringt hier auch nichts. Ach, das ist doch so eine Sau, ey. Jetzt ging's die ganze Zeit, wisst ihr, und jetzt geht's nicht mehr. Komm ich da so drüber? Ja, genau. Und jetzt habe ich das Miststück erwischt und dann bringt's mich um. Die blöde Flamme. Komm, jetzt machen wir wieder über das Springen. Das geht besser. Und... okay, die Sau, ey. Ja, Leute, ich fail hier mal so ein bisschen rum. Was soll's? Das gehört auch zu diesem Spiel in der Tat dazu. Wenn ihr es selber gespielt habt, werdet ihr mir da hoffentlich zustimmen. Denn an manchen Stellen ist dieses Spiel so richtig unfair. Aber so richtig, Leute, so richtig. Da gehen sie alle hoch und da kommen wir drüber. Ja, sehr gut. Und da haben wir noch ein Äpfelchen bekommen, super. Ja, jetzt müssen wir das aber auch mal schaffen hier. Oh, Checkpoint. Checkpoint, super, yay. Komm, komm. Gib's mir.
mir, Baby. Ja, sehr gut. Und du auch. Ich muss auch sagen, in den späteren Spielen hat man einfach mehr Möglichkeiten. Da kann man sich nochmal mit einem Doppelsprung einfach... Boah, ja, moin. Moin, genau, moin. Da kann man sich einfach nochmal mit einem Doppelsprung retten und ist safe. Hier geht das nicht. Hier geht das ganz und gar nicht. Oh, muss man auch in einem durch bei sowas. Also hier gibt es echt Punkte. Müssen wir mal drauf achten. Wenn man da einen kleinen Fehler macht, ist vorbei. Wie kommt man da hin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Knopf mit, den ich drücken kann irgendwie. Soll ich mich einfach mal da runterfallen lassen? Ich mache hier mal ein Save. Sorry Leute, ich probiere es. Nee, irgendwie gar nicht. Moment, ich probiere mal da hochzukommen irgendwie. Geht auch nicht. Oh, ist doch scheiße, Leute. Ich gehe nur auf die andere Seite. Das will ich jetzt wissen. Das was bringt, wenn ich mich da so... Da ist nix. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht weitergemacht. Also, ich habe noch nichts hochgeladen. Ich habe einfach weitergemacht, meine ich. Und von daher habe ich keinen Tipp bisher bekommen. Ich meine, natürlich, ja, seht ihr wieder sowas, so ein Ding, wo man keinen Fehler machen darf. Sowas ist einfach Arsch. Von daher weiß ich nicht, was es mit diesen Kristallen genau auf sich hat, wie man an die rankommt. Wenn ihr mir das sagt, vielleicht mache ich ja einen Run und versuche nochmal alle Kristalle zu sammeln. Das ist sehr großzügig, Leute. Das ist super. Das gefällt mir. Oh, das ist natürlich wieder Arsch. So und so. Und ja, dreh dich. Das ist sehr gut. Das hat genauso lange gedauert, wie ich es gebraucht habe. Und jetzt wieder Arsch. Hier. Ah, komm. Ja, sehr gut. Ich wusste, da war was drin. Ich höre was. Das ist ganz untypisches für dieses Spiel. Sehr gut. Seht ihr, so kann man es auch machen, wenn man dann doch verkackt. Einfach mal alles wieder richtig wedeln. Ah, toll. Bis man oben ist, bringt es einem gar nichts, weil man von unten anfangen muss eigentlich. Nein, du bleibst jetzt. Sau doof sowas hier, sau doof. Okay, nächster und nächster. Und nächster. Muss man alles in einem durchschaffen, sowas hier. Das ist manchmal nicht nett. Nicht nett gemacht. So, aber wir kriegen das gut hin. Würde ich sagen. So, haben wir noch ein Leben. Wunderbar. Aha, das ist das. Und da kriegen wir noch ein Leben. Gib's mir. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, dann ist hier Levelende. Puh, Leute, das war ein Akt. Sorry fürs Durchsafe-Staten, aber ja, ich will mich ja hier nicht unnötig frusten und das alles 100-mal machen, weil wir hatten zwar einen Speicherpunkt, aber ihr wisst schon. Wie bist du jetzt da hingekommen, Crash? Kannst du mir das mal bitte sagen? Wie zur Hölle hast du das geschafft? Ja, Leute, aber es ist schon wieder soweit. Der Part ist vorbei. Ich denke mal, mit den drei Parts werde ich es erstmal lassen. Und, ja, ihr könnt mir jetzt Tipps geben, gerne. Ich bin, ja, ich wäre sehr erfreut darüber. lasst mir doch auch Kommentare und Bewertungen da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Blub Crash Bandicoot. Tschüss, Leute.